Huntington hat in meinem Leben für sehr viel Veränderung gesorgt. Durch Huntington habe ich bemerkt, dass ich mein Leben vorher nicht so gelebt habe, wie es hätte sein können. Dass das Leben halt endlich ist und es irgendwann vorbeigeht. Und ich bei mir auf jeden Fall mehr darauf achten möchte, im Hier und Jetzt zu leben. Man genießt einfach jeden Atemzug. Und man genießt es sehr bewusst, was vorher nicht so war. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man sensibler wird, dass man einfach die Welt mit einem anderen Auge sieht. Es ist eine Menge zu wuppen, was man auf jeden Fall irgendwie machen und schaffen muss. Aber man ist definitiv nicht alleine. Vor Huntington war mein Leben eher von Zweifeln und großer Leere geprägt. Mittlerweile ist Huntington für mich mittlerweile sogar ein Geschenk. Die Huntington-Erkrankung hat für mich in meinem Leben zu mehr Selbstwert, Selbstrespekt geführt. Dass ich Dinge angegangen bin, die ich sonst immer vor mir hergeschoben habe. Dass ich mein Leben geplant habe, dass ich mir Träume erfülle. All das hätte ich ohne die Krankheit in meinem Leben nicht gemacht. Wir ziehen jetzt sogar auf den Bauernhof, damit wir das Leben einfach in der Natur mehr genießen können. Damit ich meinem Sohn zeigen kann, was wirklich wichtig ist. Und dass Familie an erster Stelle steht. Ich achte mehr auf mich selber und die Bedürfnisse meines Körpers und meines, vor allem auch meines Geistes, sag ich mal. Man guckt nochmal auf seine eigenen Werte, auf so, wie man das Leben aktuell lebt und ob man das so weiterführen möchte. Und ich habe das Gefühl, durch die Erkrankung hat man regelmäßigere Check-ins, wie es einem geht. Möchte man noch so weitermachen? Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ohne die Huntington-Krankheit hätte ich gar nicht so Körperbewusstsein wie heute. Ja, ich habe früher viel Alkohol getrunken, wenig geschlafen und ich achte heute einfach mehr auf mich. Ich hatte die Chance, mich mit mir auseinanderzusetzen in meinen jungen 20ern und bin sehr dankbar dafür, dass ich heute auf einen gesünderen Lifestyle blicken kann. Ich habe einen Job, der mir jetzt Spaß macht, der mich zur Ruhe bringt und ganz, ganz viel Zeit für die für mich wirklich heute wichtigen Dinge. Für die Natur, für meine Familie, für meinen Hund. Wirklich auch wieder Hobbys angefangen, die ich irgendwie das letzte Mal hatte, als ich irgendwie klein war. Und das ist irgendwie sehr traurig, so rückblickend zu sehen, wie lange man eigentlich neben sich hergelebt hat. Und für mich war die Krankheit wirklich, hat mehr positive Seiten, als ich negative nennen kann. Da ist durch einen wunderbaren Zufall Floki in mein Leben gepurzelt. Und jetzt habe ich einen britischen Kurzhaarkater. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich Katzenpapa werde. Das ist einfach mein Ein und Alles aktuell. Und es ist ein Sorgenfresser. Das kriegt fast kein Mensch besser hin. Ja. Man wertschätzt diesen Sonnenaufgang nach dem düsteren Gewitter irgendwie auch noch mal mehr. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass über Huntington gesprochen wird, dass man das Thema nicht totschweigt. Und was man auch gerade im Umkreis der Huntington-Hilfe lernt, weil es da erstmal ein geschützter Ort ist, ist einfach, dass man sich da an alle Leute wenden kann. Ich engagiere mich sehr viel ehrenamtlich, seitdem ich von der Krankheit weiß, im Bereich der Selbsthilfe, weil mir das persönlich sehr viel geholfen hat, als ich von der Krankheit erfahren habe. Meine Mutter und ich, wir sind uns viel näher gekommen seit Huntington. Wir unternehmen viel mehr miteinander, ich unterstütze sie viel mehr. Bei meiner Familie hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass wir heute noch so eng wären, wenn uns nicht die letzten 5, 6 Jahre durch die Diagnose, durch die Krankheit so zusammengeschweißt hätte. Was für mich auf jeden Fall auch ein Riesengeschenk ist, sind all die Menschen, die durch Huntington überhaupt erstmal in mein Leben getreten sind. Ich habe für mich verstanden und angenommen, dass das Leben einfach nicht nur gut, nicht nur schlecht ist, sondern dass jedem Tag mehrere Emotionen gehören. Und es gut und schlechte Tage gibt. Ich habe gelernt, dass Kommunikation sehr wichtig ist, um mit Schwächen, die in der Zukunft auf einen zukommen, besser umgehen zu können. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass über die Krankheit geredet wird, dass da die Leute informiert werden und das nicht ausgegrenzt wird. Zeit ist rar, aber Zeit ist super schön. Und ich versuche jeden Tag für mich 1, 2 Highlights zu finden und rauszupicken. Was ich gerne noch sagen würde, ist, dass die Krankheit einfach nicht der Lebensmittelpunkt ist und dass man nicht vergessen sollte, dass neben dem auch schlimmen Teil, das es mit sich bringt, einfach sehr viele schöne Momente gibt, die man einfach genießen sollte. Wofür ich einfach am dankbarsten bin, ist, dass die Menschen hier im Laufe der Zeit, in der ich jetzt bei der Deutschen Huntington-Hilfe bin, zu einer zweiten Familie geworden sind. Man wird mit ganz viel Liebe aufgefangen und das möchte ich so gerne zurückgeben, solange ich noch kann.